Ey, come on, Digga. Das ist doch ein f***ing Bait. Also, was ist das denn? Dass du in der Beschreibung von TikTok lesen musst, um zu verstehen, dass das halt gar nicht so ist. Dieser Influencer ist noch 100-mal schlimmer als 24 Tim. Lügen und Manipulation. Dann, let's go, ich bin gespannt. Warte, Musik aus und go. Ich habe zuletzt ein Video zu 24 Tim gemacht, den alten Rabauken. Und da habe ich der alte Rabauke schon so ziemlich alles an Dummheit aufgezeigt, was aufzuzeigen war. Komische Boxinhalte, ganz weirde Lieder. Warum bin ich hier? Ein kleiner Rezo-Kopf. Ganz weirde Lieder. Komm aus dem Nichts, Katja of Wish. Nenn mich, wie du willst. Doch ich bin eine Bad Bitch. Ich geb nen Fick, spiel mit deinem Dick. Ist doch nett. Ist doch nett, dass er einen Fick gibt und mit meinem Dick spielt. Ist doch nett. Ist doch zuvorkommend letztlich. Was will man denn? Also da kann man doch Tim keinen Vorwurf machen, wenn er mit meinem Dick spielt. Und die auf Krampf erhaltene Chartsplatzierung war meines Erachtens nach ziemlich unverdient für die. Ich muss Video einen Ticken lauter machen, oder? Das Video ist ein Ticken zu leise, oder? Die Musik, die er rausgebracht hat. Gut, ich muss an der Stelle auch sagen, von den Charts kann man ohnehin nichts mehr halten. Aber was mich dort halt am meisten aufgeregt hat, das war das Marketing von Tim. Er hat die Leute verarscht, damit sie seinen Song weiter streamen. Und da dachte ich mir schon, ja, sag mal, als ob es noch irgendjemand auf dieser Welt gibt, der noch schlimmer ist als Tim. Und dann bekam ich Nachrichten von euch, welche mir zeigten, dass es doch noch schlimmer geht. Okay, das heißt, ach so, jetzt geht, im letzten Video ging es sozusagen um 24 Tim, in dem davor. Und das Video haben wir jetzt nicht gesehen. Aber in diesem Video geht es nicht um 24 Tim, sondern um einen schlimmeren als 24 Tim. Okay, ich bin gespannt. Und als ich mich dann tatsächlich auf die Recherche begeben habe, hatte ich sehr, sehr starke Schmerzen. Denn was ich dort zu Gesicht bekam, das war wirklich äußerst unangenehm. Die Rede ist hierbei von dem Influencer I am Zuckerpuppe. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wer zum Teufel ist das? Und niemals kann jemand mit so einem Namen irgendwie... Ach, I am Zuckerpuppe. ...die Erfolg haben. Das... Ich dachte, ich habe gerade gedacht, was ist das für ein Laut gewesen? Ein Zuckerpuppe? I am Zuckerpuppe. Dachte ich mir anfangs auch, aber tatsächlich ist I am Zuckerpuppe... Chat sagt, Digga, bitte nicht Zuckerpuppe. Kennt ihr Zuckerpuppe? Okay, ich habe das Gefühl, voll viele von euch kennen Zuckerpuppe. Iron Zuckerpuppe. Iron Zuckerpuppe. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Kenn ich Zuckerpuppe? Haben wir schon mal Zuckerpuppe gesehen? Ich erinnere mich gerade nicht an Zuckerpuppe. Puppe ziemlich erfolgreich, auch eigentlich deutlich erfolgreicher als ich, schätze ich mal. Auf TikTok. Es muss ja jetzt ihr was geben, wenn so viel im Chat abgeht, nachdem das gedroppt ist, nachdem der Name gedroppt ist. Iron Zuckerpuppe. Hat er 2,2 Millionen Abonnenten und jedes seiner Videos erreicht 6-stellige Aufrufe. Auf Insta hat er mittlerweile 260.000 Follower und auf YouTube über 380.000 Abos. Fairerweise muss man sagen, die hat er durch YouTube Shorts bekommen. Da kann man... Ach, das ist ja nicht richtig Subs bekommen. Das ist ja anders. Pack dich auch in die Kamera und trotzdem bekommst du sehr viel Aufmerksamkeit und Abonnenten dazu. Also Ding ist, ich will nicht schmälern, wenn es Leute schaffen, durch YouTube Shorts Subscriber auf YouTube zu bekommen. Aber man bekommt schneller Subscriber durch Shorts. Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass halt, dass dann halt deine Videos auch gesehen werden, relativ proportional viel von Leuten, die dir nicht subscriben. Also, das repräsentiert jetzt eher weniger die Qualität. Man muss dort einfach Content hochladen und wird scheinbar schon erfolgreich. Doch, was hat uns... Jeder, der TikTok sucht, die ist, kennt einen Zuckerpuppe. Ich habe einen anderen Feed. Unsere Zuckerpuppe, beziehungsweise Fabian gemacht, um noch schlimmer als 24 Tim zu sein. Naja, das Prinzip ist fast das gleiche. Und ich denke, er hat sich auch an... Ich habe aktuell einen Feed, der, weil Lisa mir neulich einen TikTok gezeigt hat, wo ein Schlagzeuger total hot ist. Und das hat mich so ein bisschen getriggert, weil der Schlagzeuger gar nicht so was Krasses gespielt hat. Aber sie hat gedacht, dass er was Krasses gespielt hat, weil er halt oberkörperfrei war. Und aufgestanden ist beim Spielen. Und seitdem schicke ich ihr halt TikToks von guten Schlagzeugern. Und das hat halt zur Folge, dass mein ganzer Feed voll ist mit Schlagzeugern. Ich habe ganz viele Schlagzeuger jetzt gerade im Feed. Ganz, ganz viel. Plus der Feed weiß so ein bisschen, dass ich auf Metal stehe. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Schlagzeuger, die so ganz schnell einen Blastbeat spielen und so. Und das schicke ich dann immer Lisa. 24 Tim, zumindest mit der Probe. Aber ich habe nicht Zuckerpuppe im Feed.
Dafür Schlagzeugaktion inspiriert, nur dass er noch dreister wurde. Fabian veröffentlichte nämlich am 8. Oktober seinen neuen Song Du weißt schon. Und cringe wäre es halt, wenn das Lied nicht direkt auf Anhieb richtig krass abgehen würde. Deshalb hat das wäre schon unangenehm, wenn man was macht, was nicht total viral geht. Hat sich vermutlich gedacht, ey, weißt du was, ich promote den Song so krass, dass keiner mehr Bock auf mich hat, außer meine Kinderzuschauer, die checken eh nichts. Und so begann der große Schmerz rund um die Zuckerpuppe. Und folgende Stories erschienen natürlich auch zu Promo-Zwecken für die Leute. Okay, jetzt bin ich gespannt, was hat er denn mit seinem Song jetzt gemacht? Die es noch nicht wissen. Also ein Song rausbringen, da war ja. Das ist doch nichts Schlimmes, einen Song rauszubringen. Fabian, der hat noch einen festen Freund, beziehungsweise sogar Ehemann. Und vieles dreht sich auch in seinen Videos um die Beziehung der beiden. Und okay, das ist schon sweet. Der hat einen Ehemann, also der sieht, die sehen beide relativ jung aus. Und dann schon heiraten, finde ich sweet. Bin ich Fan. Festen Freund, beziehungsweise sogar Ehemann. Und vieles dreht sich auch in seinen Videos um die Beziehung der beiden. Und find da dachte toll. Er sich natürlich. Finde ich toll, wenn junge Leute heiraten, das ist einfach süß. Natürlich, so. Er müsste mal so schön. Tun, als einfach wären sweet. Die beiden jetzt getrennt. Kein Plan, wie ich Tag 1 nach der Trennung. Oh nein! Ey, ich kenne ihn kaum. Jetzt habe ich ihn gerade geschippt und jetzt haben die sich getrennt, oder was? Komm, guck, wir sind noch wach, also bitte, bitte bleib noch. Du weißt, was ich will, also Baby, bestell uns zwei von. Cringe, Brudi. Nicht, weil er getrennt ist. Ich finde, also er ist, warte. Also er ist seit einem Tag getrennt. Ey, jeder geht mit Schmerz anders um so. Aber ich kann mir kein Leben vorstellen, in dem ich weinend im Auto sitze und mein erster Impuls ist, ich hol mal mein Handy raus, mach die Frontalkamera an und drück auf Aufnahme. Weiß ich nicht, Digga. Sondern weil das kompletter Bait ist, um seine Musik zu promoten. Wenn man dann nämlich auf TikTok in die Beschreibung schaut, dann sieht man folgenden Text. Ich hoffe wirklich niemals so ein Video machen zu müssen. Hab das vorhin von einer Maus auf meiner For You gehabt und mein Herz ist zerbrochen. Ey, come on, Digga. Ey, come on. Das ist doch ein f***ing Bait. Also was ist das denn? Was ist das denn für ein Bait? Dass du in der Beschreibung von TikTok lesen musst, um zu verstehen, dass das halt gar nicht so ist. Weil so viele Leute ja die Beschreibung auf TikTok lesen. Man kennt's. Irgendwie genau gewusst, wie sie sich in dem Moment gefühlt haben muss. An alle, die gerade eine Trennung durchmachen. Glaubt mir, nach der Trauer kommt die Befreiung. Hab euch lieb. Ja, natürlich hast du wegen der Maus auf der For You-Page genau dieses TikTok jetzt gemacht. Und nicht Kevin glaubt es nicht ganz. Um deinen Alpha Song Kevin glaubt zu promoten. Es nicht ganz. Junge, ist das unangenehm. Also, das sieht ja ein Blinder mit Krückstock, dass das ein Bait ist. Dann erfindet er zusätzlich noch eine Story, dass er einen Autounfall hatte und deswegen Kratzer am Auto sind. Und Junge, ist das peinlich. Passt auf, das hier ist die Story gewesen. Und natürlich hat er diese Storys auch wieder gemacht, um seinen Song heimlich zu promoten. Ich hatte vorhin einen Unfall mit meinem Auto, aber man soll einfach Kokosnussöl und Essig zusammenmischen und dann über die Kratzer drüber gehen und dann geht einfach alles weg. Weil ihr es vermisst. Ich bin kein Mechaniker, ne? Ich bin kein... Bin einiges nicht. Aber wenn wirklich 3D-Kratzer drin sind, also da sozusagen, da sind Kerben, wie soll das denn weggehen durch Öl? Was habt? Walk, walk, walk. Hier haben wir mein Auto und der Schaden ist hinten. Erstmal mit Porsche flexen. Denn ich habe immer noch mein kleines Auto. Der Schaden ist auch wirklich auf der anderen Seite und ich traue mich gar nicht, euch den zu zeigen. Als ich gefragt habe, was für eine Musik ich höre, natürlich meinen eigenen Song, der diese Woche am Donnerstag rauskommt. War gut, ne? War gut. So, Leute, hier haben wir den Unfallschaden. Ich bin einfach auf einen ganzen Bordstein gefahren und wir reimen das jetzt damit ein und hoffen, dass das weggeht. So, und jetzt wische ich da einfach mit dem... Was? Warte, wir gucken das nochmal. Hoffen, dass das weggeht. So, und jetzt... Okay, das sollen Kratzer sein. Wische ich da einfach mit... Ey, ich stell mal die Theorie auf. Ganz wilde Theorie. Das waren nicht wirklich Kratzer. Was? Leute, hier sind noch mehr. Ich gehe da einfach rüber und die sind alle weg. Alle Kratzer sind weg. Aber wenn das trocknet, sind die Kratzer im Auge. Ey, ich bin kein Michael. Meine Einschätzung ist maybe völlig falsch, ne? Ich betone, ich habe keine Expertise, was Autos angeht. In keiner Form und Art. Aber Digga, was war das? Warte doch zurück.
Wir haben einen Tag später... Und Digga, Zeit, was war da? Vor allen Dingen, ich finde auch die Art, wie das abgeht, also dass er wirklich nur so ganz leicht drüber geht, so einmal, und dann ist hier so in der Mitte ein bisschen was weg und hier halt so wie... Wenn man da irgendwie Kreide drauf hätte und man macht's halt, ne? Also, oder halt irgendwie ein Stift oder irgendwas, was halt weggewischt wird. Mit dem. Was? Irgendwie. Nee, sieht sehr fake weg, aus, ja. Aber wenn das trocknet, sind die Kratzer im Auto doch zurück. Wir haben einen Tag später und ich würde sagen, wir gehen jetzt ans Auto und gucken, ob die Kratzer nach einem Tag immer noch weg sind. So für euch, Walk, Walk, Walk. Ich bin im Auto und ich würde sagen, wir machen das Licht an, damit man die Kratzer besser sieht. So. Oh Gott, Leute, ich habe vergessen, dass ich meinen eigenen Song so laut. Wir machen das Licht an, dass man die Kratzer besser sieht. Hey, das ist eine beleuchtete. Also die Garage ist beleuchtet. Also es war. Also. Gucken, ob die Kratzer nach einem Tag immer noch weg sind. Nur für euch. Also so hell ist es da drin. Es ist so hell. Ich kann doch alles sehen. Walk, walk, walk. Ich bin im Auto und ich würde sagen, wir machen. Ist doch alles hell. Machen das Licht an, damit man die Kratzer besser erstmal, sieht. Erstmal so. Licht anmachen. Oh Gott, Leute, ich habe vergessen, dass ich meinen eigenen Song so laut gehört habe. Was für ein Zufall. Kommt ja morgen am Donnerstag um 23.59 Uhr online, deswegen habe ich den vorhin nochmal gehört. Digga, halt's Maul. Ey, das Ding ist, es ist doch okay, Promo zu machen. Es ist doch okay, Song-Promo zu machen. Es wirkt halt ein bisschen aufgesetzt, bitte, ne? Wirklich, bitte versuch dich in Zukunft einfach mal zu löschen. Okay, Spaß beiseite. Aber der Kratzer sieht nicht mal echt aus. Der sieht so aus, als hätte er einfach das Auto angemalt. Vor allem so, wie das dort abging, wirkte mir das nicht so als... Ja, die Art, wie es abgeht, finde ich, ist so der größte Tell dazu. Du wärst wirklich so ein Kratzer, wie er es dort darstellt. Und mir erschleicht sich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er diese Story wirklich nur gemacht hat und diesen Kratzer ja nur erfunden hat, um seinen Song wieder indirekt zu promoten. Weil das halt sonst keiner hört. Ganz steile These, ganz steile These. Würde. Das wäre echt tragisch. Dafür gibt's keine Beweise. Aber an alle Besorgten rund um das Auto, ihr müsst keine Angst haben. Die Kratzer, die sind nämlich auch jetzt noch weg. Okay, hier müsste eigentlich der Kratzer sein. Ey, gut, dass er das Licht angemacht hat. Ich glaube, ich würde das nicht sehen, wenn da drüber nicht Licht an wäre. Und weil das Licht, was da drüber an ist, jetzt noch weg. Okay, hier. Das Licht hier, das scheint auch sehr gut an diese Stelle hier unten. Finde ich gut, dass er das Licht angemacht hat. Müsste eigentlich der Kratzer sein, nämlich hier unten. Und Leute, es ist einfach immer noch weg. Hier waren die Kratzer. Man sieht das. Man sieht auch noch das Öl. Und es ist einfach weg. Komplett alles. Wahnsinn. Ich bin wirklich so stolz auf meinen Vater. Toll. Ich könnte nicht stolzer sein. Doch, was hat er jetzt noch getan, um auch schon im Vorfeld seinen Song richtig krass zu pushen? Naja, es gibt da sowas, das nennt sich Gewinnspiel. Und so hat er ein Gewinnspiel ins Leben gerufen mit folgendem Text. Ich habe ein iPhone 15 im Babyblau für euch, weil mein Song, du weißt schon, diesen Donnerstag 23.59 Uhr online geht. Alles, was ihr dafür tun müsst, diesen und meine drei letzten Beiträge liken. Meinen neuen Song kostenlos pre-safen, Link in Bio und mir einen Screenshot per DM von der Bestätigung schicken. Extra los, so viele Kommentare wie möglich schreiben. Wünsche euch allen super viel Glück. Was heißt das, extra los? Was ist die genaue, ich verstehe es gar nicht. Bekomme ich ein extra los, wenn ich so viele Kommentare wie möglich schreibe? Wie wird das gewertet? Habe ich dann, was? Also habe ich doppelt so viele Chancen bei doppelt so vielen Kommentaren? Gibt's ein Limit? Glück, ihr habt genau eine Woche bis zum 10.10.23. Tolle Sache wirklich und ich finde... Also wenn ich jetzt 10-mal schreibe statt einmal, ist meine Chance 10-mal so hoch, weil es random ist, sozusagen welcher Kommentar gepickt wird? Auch, das ist eine gigantische Liebe gegenüber den Zuschauern. Oder habe ich ein extra los? Zuschauern, dass er hierbei ein iPhone 15 verschenken möchte. Zur Zeit meiner Aufnahme, jetzt gerade eben, haben wir es 12 Uhr. Wird man eigentlich gesperrt von Instagram, wenn man bei sowas so krass spammt? Also wenn man jetzt wirklich so, sagen wir mal 1000 Kommentare, Leute haben Zeit, einfach so nebenbei beim Fernsehen, einfach immer irgendwas reinschreiben, absenden, Herzchen, absenden, Herzchen, absenden. Hat es schon mal jemand von euch gemacht und wurde gesperrt? Oder kennt jemanden? Am 11.10. Und ja, ich habe 11 mit Absicht gesagt, um euch zu triggern. Und da gab es halt leider noch gar keine Auflösung für das Gewinnspiel. Und was ich halt verwirrend finde, ist, dass er halt nicht reingeschrieben hat, wann er das auflöst. Weil das wäre mal wichtig zu wissen für die Zuschauer. Da ich persönlich denke, und das beruht jetzt nur auf meiner Meinung und meiner Erfahrung schon bei anderen Influencern, habe ich das Gefühl, dass er das alles nur für Promo gemacht hat und das vielleicht fake ist. Also ich kenne das zumindest von anderen Influencern, die irgendwelche Gewinnspiele versprochen haben. Es ist leider wirklich in der Vergangenheit sehr oft so gewesen, dass
bei Gewinnspielen, weil du halt von außen nicht nachprüfen kannst, ob überhaupt jemand den Gewinn bekommen hat, dass das dann gefaked wurde. Ne? Haben, das dann nicht eingehalten haben, aber Hauptsache, sie haben gute Klicks gemacht. Grüße gehen raus an Leon Marcher und ApoRed. Ob aber noch eine Auflösung kommt, das bleibt abzuwarten. Das heißt, ich möchte ihn jetzt hier nicht unterstellen, dass er das gefaked hat, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Sollte er das Ganze jetzt transparent auflösen, dann ziehe ich meine ganzen Aussagen hier zurück. Aber sagen wir es einfach mal so, ich bin nicht ganz 100% überzeugt, dass das alles real ist. Ja, also was definitiv weird ist, ist nicht zu sagen, wann es aufgelöst wird. Also es sollte immer, ich glaube auch rechtlich ist das notwendig sogar, aber ich will jetzt nicht hier der Allmann sein, der mit so rechtlich Shit kommt, aber in jedem Fall wäre es ja sinnvoll, ein Datum reinzuschreiben. Nun hat er aber fast den Song veröffentlicht, doch zuvor muss natürlich auch noch Promo mit seiner besten Freundin gemacht werden, welche übrigens auch eine riesige Reichweite auf TikTok hat. Ich brauch noch ein bisschen mehr von diesem Jahr, du weißt schon, yeah. Kein Plan, wie ich heimkomm, guck, wir sind noch wach, also bitte, bitte bleib noch, du weißt, was ich will. Also ja, das ist es. Selbst, wie nennt man die eigentlich? Selbst Stachel findet den Song. Ich glaube, Stachel heißt sie. Scheiße. Doch nun ist es soweit. Zuckerpuppe hat endlich. Also, ich meine, wie sonst? Stachel? Stachel? Wie will man es sonst aussprechen? Muss doch Stachel sein. Einen Song released, weshalb er auch prompt einen Anruf von der 110 bekommen hat. Leute, die Polizei ruft mich. Ey, es ist super plausibel. Es ist super plausibel, dass ihn die Polizei anruft. Kai ruft mich. Hier sieht, hat man ja auch gesehen im Display. Also hier 110 steht da. 110. Wir kennen das. Wir werden auch manchmal angerufen von der Polizei. Wir kennen es alle. Jeder wird doch mal angerufen von der Polizei. Dann steht da 110 im Display. Und du ruft die Polizei an. Das Erste, was du machst, ist dein Zweithandy, was immer in deiner Reichweite ist, zu greifen und zu filmen, wie du rangehst. Die Polizei ruft mich gerade an. Wir haben einfach 0 Uhr. Ja, wahrscheinlich ruft die Polizei unter der 110 bei dir an. Oh Gott, okay. Hallo? Polizei Berlin, sind Sie dieser Zuckerpuppe? Ja, der bin ich. Ja, da hat was hochgeladen, das hört sich illegal gut an. Ist das Ihr zweiter Song? Ja, richtig, der kam gerade online. Ich brauche noch... Ich habe wirklich keinen Bock mehr, Leute. Natürlich klingt sich immer sowas sehr, sehr gut, wenn jemand plötzlich... Vor allem, wieso denn Stimme verändert? Also, warum denn dann noch Stimme verändert? Sich den Anruf von der Polizei erhält, vor allem von der 110, was keinen Sinn ergibt. Aber die Kinder checken halt eh nicht, deswegen fallen die halt auf so einem Bait rein. Aber der Song ist nun endlich online und das bedeutet... Das ist schon alles sehr baity. Also, das ist schon ein relativ hohes Ausmaß von Bait. Jetzt kann der Song richtig aktiv gepusht werden. Und natürlich kann man einen Song so krass pushen, dass man wirklich jeden Menschen auf der Erde auf den Nerv geht. Und so postete Fabian folgendes Video. In meinem Musikvideo haben zwei Männer miteinander GV, Mann und Frau küssen sich und einmal ist der Teufel zu sehen. Das war's mit schlimmen Stellen in meinem Musikvideo. Außer ihr findet noch welche, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Das war's mit schlimmen Stellen in meinem Video. Also, Mann und Frau küssen sich, also es ist wirklich sehr, sehr schlimm, wirklich löscht. Das ist schon sehr schlimm, dass Mann und Frau sich küssen. Nicht dort. Und by the way, in dem Video gab es auch keinen Geschlechtsverkehr. Das hätte ja YouTube nicht mal erlaubt. Also das Ganze ist komplett irreführend, was er hier erzählt. Natürlich ist das ganze Video immer noch sehr pikant, aber bitte vergiss nicht, dass es am Ende meine Kunst ist und mein Song widerspiegeln soll. Und meiner Meinung nach tut es das auch ganz gut. Ihr könnt mir da ja gerne Rückmeldungen geben. Junge, was für pikant. Das ist ein Musikvideo, welches AI generiert ist. Und in keiner Sequenz findet man irgendwas Schlimmes. Also das ist wirklich gar nichts gewesen. Ach so, das heißt, er tut nur so, als wäre das irgendwie was Schlimmes. Damit mehr Leute auf den Song draufklicken. Damit es mehr so ein bisschen, was ist denn da? Was ist denn da in dem Song? Da muss ich mal eingeben. Muss ich mal gucken, was es da Pikantes gibt. Also wieder ein Bait. Also seine gesamte Promo ist einfach, wie können wir baiten? Wie könnten wir unter falschem Vorwand Leute auf ein Content locken? Nicht, wie können wir Content so gut machen, dass es viele Leute sehen wollen, sondern wie können wir Leute sozusagen so tun, als würden sie einen Content sehen, den sie dann gar nicht bekommen. Finde ich super smart. Weiß Fabian super natürlich smart. Auch. Er sagt es halt nur so dramatisch, damit seine Zuschauer jetzt unbedingt draufklicken, um dann zu bemerken, dass doch alles in Ordnung ist. Hauptsache, der Klick erzählt. Also der Typ verarscht seine eigenen Fans, um den Erfolg so hoch wie möglich zu pushen für ihn. Respekt dafür, so geht man nämlich mit seinen Zuschauern um. Aber hey, er verlost ja ein iPhone, da ist das natürlich wieder okay. By the way, wurde er dafür nicht mal krass gehatet im Vorfeld. Das kam halt erst nach seiner wirklich sehr gottlosen Promotion und deshalb
fand er auch einfach mal Hate gegen sich, um die Mitleidsschiene zu fahren. Mit sowas macht man keinen Spaß, Leute, es tut mir leid. Und zwar bekomme ich die ganze Zeit Hate-Nachrichten wegen meinem Song, von wegen, darüber macht man keine Spaß und du bist so ekelhaft, darüber macht man sich nicht lustig. Und ich weiß nicht, ob ihr euch alle verbündet habt, aber ich sitze hier und werde dumm, weil ich den Song hoch und runter höre und einfach nicht weiß, wofür ich mich entschuldigen soll, weil ich nichts höre. Deswegen hört euch bitte meinen Song, du weißt schon, auf Spotify oder was auch immer. Bitte hört euch das mal ganz schnell auf Spotify. Könnt ihr das ganz schnell einmal auf Spotify anhören, nur damit ich jetzt weiß, ob das richtig ist, dass da, ob da schlimme Sachen drin sind oder nicht. Wäre ganz cool, wenn ihr Spotify oder Deezer oder Apple Music irgendwas, da könnt ihr auch auf YouTube gibt es das auch, könnt ihr sehr, sehr schnell hören. Wäre cool, wenn ihr euch den ganz kurz mal anhören würdet. Und einfach damit ich weiß, was, damit ich Bescheid weiß, was los ist, ne? Mir egal. Und sag mir, was die Leute meinen, weil ich ertrag das nicht nochmal. Der Typ ist wirklich so, der kann Digga, also wirklich. Digga, das ist schon ein krasses Level von Bait, ne? Das ist ja so konsequent, die Bait-Schiene durchgespielt. Hierbei ist alles gelogen und ich weiß nicht, wie viel Wasser er sich in die Augen geschüttet hat. Niemand hat irgendwas an dem Video kritisiert oder schlimm gefunden oder hat irgendeinen Kommentar dazu reingeschrieben. Digga. Also da war wirklich gar nichts im Video zu erkennen, was man kritisiert könnte. Das ist ein ganz normales und tatsächlich gar nicht so schlechtes Musikvideo gewesen. Ey, das wäre so krass, wenn er es jetzt einfach weiter durchziehen würde, auch mit genau dem Song. Also, er bringt irgendwie in einem Monat, sagt er, ich habe einen neuen Song rausgebracht, postet so einen Link, du gehst da drauf und du kommst zum alten Song, weil er dich gebaitet hat, dass er einen neuen Song rausgebracht hat. Weißt du, so egal was er macht, er baitet dich da rein, dass du den alten Song nochmal hören musst. Jetzt einfach dauerhaft, das ist ein dauerhaftes Ding. So, das wäre schon strong. Das wäre schon sehr, sehr strong. Der Typ haut einen einfach mit den Taschen voll, damit er halt einfach auf Fake-Basis noch mehr Klicks generieren kann. Also nur einfach mal die Zuschauer täuschen, dass sie da draufklicken und dann hat er Erfolg damit. Denn auch hier ruft er halt seine Zuschauer wieder dazu auf, sein das Lied zu hören, um sich ja selbst ein Bild machen zu können. In einer Instagram-Story heulte er dann noch darüber rum, dass er eine Hate-Nachricht kassiert hat und das deswegen Cybermobbing darstellt. Bro, glaub mir. Was hat er? Was? So sehen meine DMs seit gestern aus und das ist noch keine der schlimmsten Nachrichten. Ich bin nicht sicher, manche Leute wissen, dass die Menschen dazu animieren, Cybermobbing zu betreiben. Und die Nachricht ist, der Song ist genauso ekelhaft wie du. Ja, ist definitiv zu weit. Ja, dann noch darüber rum, dass er eine Hate-Nachricht kassiert hat und das deswegen Cybermobbing darstellt. Bro, glaub mir. Also, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass er sehr viel homophobe Nachrichten bekommt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe mir das jetzt über eine Woche angeguckt und du gehst damit wirklich jedem üben. Und das sollte man nicht mischen. Ne? Das eine ist die Kritik an Bait, aber das andere ist, bringt da nicht solche Sachen mit rein. Übertrieben auf den Zeiger mit den ganzen Lügen und Provokationen für Klicks, nur damit du dich pushen kannst. Das Musikvideo ist fertig. Ich habe legit Angst, es hochzuladen. Weil in dem Video Dinge passieren, die per se nicht schlimm sind, aber sicherlich einige verärgern. Ich schwöre, das macht mich irgendwann. Ich glaube, wir müssen echt wirklich, also ganz schnell alle mal das Musikvideo angucken, weil da sind echt schlimme Sachen drin. Unfassbar aggressiv, wenn der weiter so macht damit. Denn wie gesagt, in diesem Video ist halt nichts Kritisches, da brauche ich jetzt nicht mal drauf eingehen. Der Typ baitet wirklich um sein Leben, nur um seine Kackmusik dort zu promoten. Und dann pusht er sich auch noch, weil das ja alles auch relativ viel Geld gekostet hat. Aber was ich mich frage ist, hat sich das gelohnt? Also was ist, wenn ich jetzt Zuckerpuppe eingebe? Vor 7 Tagen 50.000 Aufrufe. Bei seiner Abonnentenzahl, das ist nicht so viel, ne? Was macht er sonst für Aufrufe? Das davor hatte 50.000. Dann 3.000, 7.000, 2.000, 85.000. Ja, aber hätte auch schlechter laufen können. Also bei den Klickzahlen sonst so. Hat jetzt nicht schlecht performt so. Also, dann hat es sich ja gelohnt. Das hört man ja. Also er hat jetzt gelernt, beim nächsten Mal wieder. Auch so. Schon an der Stimme und am Klang, dass es wirklich eine sehr krasse Produktion ist. Und genau deswegen so. Ich glänze hier so. Seht ihr das an der Stirn? Hier so? Ich muss gleich noch einmal pudern. Kann man doch jetzt bitte einen Klick auf sein Lied geben, damit er das Geld praktisch wieder reinholen kann. Sorry Leute, dass ich so fertig aussehe. Ich glaube, dass der nicht günstig war. Das hört man auf jeden Fall. Oder zumindest hoffe ich das. Müsst ihr mir sagen, ob der sich billig anhört? Ihr könnt ganz kurz mal auf Spotify nachgucken, dann könnt ihr mir sagen, ob das sich billig anhört.
Ja, aber den Betrag ganz genau sagen kann ich auf jeden Fall nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich das Geld noch lange nicht drin habe. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich supportet. Und falls ihr ihn noch nicht angehört habt, dann macht das auf jeden Fall mal schnell. Ja, danke schön. Ich habe starke Schmerzen, vor allem in meiner Hirnregion. Aber gut, Songs müssen sich halt per se rechnen. Deswegen ist dann so ein räudiges Bewerben seines Liedes durchaus angebracht. Das geht dann sogar so weit, dass er auch Videos mit dem Titel Zeig uns mal dein Loch hochlädt, um dann wieder Klicks für seine Musik abzustauben. Zeig uns mal dein Loch, woher? Hast du dein Loch, werde ich wirklich unter jedem Video gefragt. Das Schlimme. Was? Unter jedem Video? Das war, dass ich wegen diesem Loch einfach mal in der Schule gemobbt wurde, obwohl ich einfach nichts für das Loch kann, also wirklich gar nichts. Und ich werde auch persönlich darauf angesprochen, zum Beispiel, wenn ihr mich auf der Straße trefft oder das letzte Mal wurde ich darauf angesprochen, als ich einer Freundin meinen neuen Song gezeigt habe, der morgen rauskommt. Zufällig hat das jetzt in die Geschichte gepasst. Um 23:59 und übrigens folge ich auch immer noch ein paar Leuten zurück, die den Sound benutzen. Auf jeden Fall hat Junge, bevor er weiterredet, was macht er dann mit dem Brot? Also ganz kurz, bevor er überhaupt einen Satz weiterredet. Ich weiß, was ist das gerade? Ey, ich relativiere auch wieder hier. Ich bin kein Gourmet-Sternekoch. Aber was ist das? Was ist das? Hat sie mich gefragt, was das für ein Loch ist, und das sieht ja ein bisschen eklig aus. Ja. Ja, also wirklich. Zurück, die den Sound benutzen. Auf jeden Fall hat. Hey, ich tu mir nicht so viel Mayo auf dem Brot. Hat sie mich gefragt, was das für ein Loch ist, und das sieht ja ein bisschen eklig aus. Ja, meine damit übrigens irgendeine Kerbe in seinem Gesicht. Ach so! Damit übrigens. Das da auf der Nase. Das kann ich verstehen, dass er unter jedem Video gefragt wird, was das für ein Loch ist. Stimmt. Weil das sieht man so deutlich, vor allen Dingen, wenn er so redet. Also, wenn du so ein TikTok von ihm siehst, das Erste, was man noch fragt, ist, was ist das hier für ein Loch? Weil man das sehr deutlich sieht. Finde ich, kann es verstehen, dass das unter jedem TikTok gefragt wird. Alles klar, danke. Das Video ist obvious dafür gemacht worden, um halt wieder seinen Song zu pushen. Und natürlich war Fabian dann auch super froh, als er dann gemerkt hat, dass diese Methoden durchaus funktionieren und er auch Klicks auf Spotify bekommt. Denn er zeigte uns dann gefühlt stündlich, wie seine Klicks laufen. Und dann hat er wieder versucht zu pushen, ob man jetzt von 30 auf 40.000 erhöhen könnte oder dann von 40 auf 50.000 erhöhen könnte. Genau so muss man das einfach machen, um erfolgreich zu werden. Das finde ich das am wenigsten Schlimmste. Also Song-Promo zu machen und auch Content pushen zu wollen, ist absolut fein. Und wenn man das auf eine, ich sag mal, ehrliche Art macht, indem man sagt, hey, ne, wir haben gerade so viele Streams, lass mal irgendwie schaffen, dass wir mehr Streams schaffen, finde ich, ist das jetzt echt am wenigsten schlimm von dem zu werden. Also ganz großes Kino. Fabian, du bist wirklich ein absoluter Macher und jeder ist wirklich stolz auf dich für deine unfassbar nervigen Provokationen, die wirklich jedem auf den Sack geht. Sein Freund bzw. Mann, glaube ich, hat ebenso richtig viel von Fabian promoted. Darauf möchte ich aber nicht eingehen. Wirklich, das tue ich euch nicht an, das tue ich auch mir nicht an, weil das ist nur noch schlimm. Aber ihr seht, es ist absolut nervig, wie weit die Menschen mittlerweile gehen, um auf Krampf Erfolg mit ihrer Musik zu haben. Ich meine, das Lied ist jetzt nicht kompletter Müll geworden, aber es ist jetzt auch nicht übel gut geworden. Und dennoch muss man mit jeder Zelle seines Körpers irgendwie versuchen, diesen Song richtig hoch zu pushen, dass es am Ende in den Charts landet oder so. Das ist halt noch schlimmer als Promophasen für Alben, für richtig. Ja, ich werde auch in jedem meinem Content, werde ich immer angesprochen auf diese eine glänzende Stelle auf meiner Stirn. Egal welches TikTok ich mache, egal welches Reel, egal welche Story, meine Nachrichten sind immer voll mit, was ist da für eine glänzende Stelle an meiner Stirn. Das ist schon leider, ich habe da gestern noch mit einer Freundin drüber gesprochen, weil wir hatten gerade über meinen neuen Song geredet, der kommt übrigens morgen raus, den könnt ihr auf Spotify hören. Da habe ich gestern mit ihr drüber gesprochen und sie sagt auch, da glänzt was an deiner Stirn. Richtige Wahnsinn. Musiker. Und das Wahnsinn. Für nur einen Song in diesem Fall. Das ist halt sehr, sehr scheiße. Nicht mal 24 Tim ging mir so krass auf die Eier und der hat schließlich ein ganzes Musikalbum promotet, wie es jetzt Zuckerpuppe bei einem Lied getan hat. Und das soll schon was heißen. Also hierbei reden wir schon von Alarmstufe Rot. Also eine Bitte an alle Influencer, die Musik machen möchten. Seid bitte nicht so anstrengend und setzt voraus, dass ihr instant mit eurer Musik... Rezo, der Einzige, der montags Songs released. Genau. Wenn jemand einen Song rausbringt, am Montag. So krass erfolgreich sein müsst, denn das verzerrt die Wahrnehmung wirklich komplett. Jetzt mal ohne Spaß. Die Leute, die diesen Song so toll finden, sagen das im Endeffekt nur, um dieses blöde iPhone 15 dort zu gewinnen. Und das verzerrt halt die Realität, ob jetzt der Song wirklich gut oder ob der Song wirklich schlecht ist. Also fahrt euch einfach mal runter, nervt nicht eure Zuschauer und verarscht eure Zuschauer nicht. Das geht einem nämlich richtig auf den Keks. Falls ihr, by the way, wirklich so krass wart und bis jetzt geschaut habt, dann seid ihr komplette Ehrenmenschen und ihr habt ein Glücksbärchen verdient. Es tut mir natürlich auch... Ich hab meinen Mülleimer jetzt umgekickt.
passiert. An der Stelle ziemlich leid, dass ihr diese Schmerzen mit ertragen musstet. Aber wenn ihr weiterhin solche Videos haben möchtet und auch sowas feiert, dann lasst super gerne ein Like und einen Kommentar da. Danke an Alpha Kevin, dass er sich das alles gegeben hat und so zusammengetragen hat, weil das war wirklich, also kein Scheiß. Nochmal ganz kurz, jeder kann gerne Songs machen, jeder kann gerne Songpromo machen, das ist alles cool, 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 cool. Aber 100% diese Bait-Schiene durchzuziehen, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Beim nächsten Mal vielleicht irgendwie anders. Ja.